Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Update auf dem Kanal. Es ist der 25.04.2018, 20 Uhr und ich muss mich auch ziemlich beeilen. Ich war den ganzen Tag in der Uni, war dann auf einer Messe, so eine Karriere-Berufsmesse und das war ganz cool, weil es waren viele Aussteller, so im technischen Bereich und auch Banken und wir haben mit denen ziemlich viel über Blockchain geredet und auch unter anderem über das Internet of Things, IOTA haben wir geredet und wir haben die Banken auch gefragt, was sie von ihrer Zukunft halten, ob sie denn denken, dass ihr Job in der Zukunft noch gebraucht wird. Das ist wirklich eine interessante Diskussion, wenn ihr da von mehr wissen wollt oder wenn ihr ja genau wissen wollt, was ihr da geredet haben, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht erwähne ich das in einem anderen Video noch. Jetzt haben wir keine Zeit. Jetzt müssen wir uns den wichtigen Dingen widmen, nämlich was momentan am Markt abgeht. Die Korrektur ist endlich da und die Korrektur wurde eigentlich auf den Dollar genau getroffen. Wir hatten gestern noch ziemlich viel FOMO im Markt, aber das hat sich eigentlich von einem auf den anderen Schlag geändert. Wir sind heute genau den Betrag nach unten gemoved, den wir gestern nach oben gemoved sind. Sprich, wir sind in 24 Stunden knapp $700 nach oben gepusht und genau diese $700 sind wir jetzt wieder nach unten gemoved. Also der Move war schon extrem ausgereizt nach diesem Push von knapp 40% innerhalb weniger Tagen und es war jetzt wirklich nur eine Frage der Zeit, bis wir uns korrigieren. Und da hätte ich jetzt auch mal eine Frage an euch, denn ich bin in vielen Telegram-Gruppen und da haben viele Leute schon direkt Panik geschoben, weil der Kurs mal zurückgeht. Ist das bei euch so? Habt ihr auch Panik, wenn der Kurs nach unten geht oder seid ihr dann mittlerweile auch so gechillt, wie die meisten Leute in meiner Gruppe zumindest, weil es ist ja einfach nur ein normales Marktverhalten, ne? Und das ist wirklich absolut kein Grund, da irgendwie in Panik zu verfallen. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal kurz an und jetzt können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass unser Wave-Count vom Tageschart legit ist. Wir haben hier Welle 1, 2, 3, 4, 5 hochgezogen und jetzt zeige ich euch nochmal kurz Magic, nämlich das hier, Welle 3 Extensions ziehen und wir haben hier die One-to-One-Extension auf den Dollar genau getroffen. Und das war wirklich bei mir in den Analysen so ein Ding, wo ich mich gefragt habe. Es haben wirklich viele Analysten davon gesprochen, dass wir zu den 9.200 bis 9.300 Dollar hochpushen und wir uns dann korrigieren. Ich habe immer die One-to-One-Extension angelegt und ich habe mir gedacht, 78,6 Ratio wäre 9.300, aber das passt mir nicht zusammen mit der Welle 3, denn die Welle 3 ist extrem lang. Also die Welle 3 hat hier bestimmt eine 161.8 Extension hingelegt zu der kleinen Welle 1 und da sollte die Welle 5 schon mindestens eine One-to-One-Extension schaffen, haben wir dann auch geschafft und sind jetzt direkt von dieser One-to-One-Extension abgeprallt, sprich, man sollte auch in seinen Short-Trades den Daily-Chart mal einbeziehen, denn die One-to-One am Daily-Chart, also die One-to-One-Extension als Resistance, das war dann schon ein Zeichen, wo wir wirklich viel mehr Power gebraucht hätten, um durch die One-to-One-Extension durchzukommen. Generell ein Zeichen, es empfiehlt sich wirklich nie, gegen den RSI zu traden, auch wenn ich da selber schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, denn der RSI, man kann das Ganze so betrachten, der RSI kann beim Bitcoin wirklich ziemlich lange überverkauft bleiben. Der RSI ist nicht immer ein guter Indikator, denn gerade wenn wir solche Pushes sehen, wie wir sie jetzt gesehen haben, dann kann es schon oft passieren, dass der RSI extrem überverkauft bleibt und dass der Kurs trotzdem nach oben geht. Aber gestern war es wirklich so weit, dass die Warning Signs war da. Ich habe auch gesagt, RSI sieht übel aus und wir haben jetzt hier einen RSI gehabt von knapp über 80, also knapp 90 auf dem 4-Stunden-Chart und das ist schon ein Level auf einem 4-Stunden-Chart, das wir einfach nicht lang halten können. Wir können uns gerne mal die Historie anschauen, wenn wir dann ungefähr das letzte Mal in diesem Bereich waren. Das war einmal hier am 17.02. haben wir auch mal einen ähnlichen Level gehabt vom RSI, aber das war auch noch niedriger als hier. Also ihr seht, so ein RSI ist wirklich selten der Fall beim Bitcoin, auch hier am 4-Stunden-Chart und das war unter anderem auch ein Warning-Sign, die Longs zu closen. Ein anderes Warning-Sign war für mich dieser langsame Anstieg nach oben. Wir sahen keine großen Kerzen mehr, sondern es ging ja nur mehr schleichend dahin und es war für mich auch irgendwie so ein Zeichen. Ja, die Bullen verloren langsam an Power, aber es wurde immer noch ein Stück geschoben, weil einfach noch ziemlich FOMO drinnen war und jetzt haben wir einfach die Korrektur. Und jetzt gilt es zu schauen, wie weit wir uns nach unten orientieren. Es ist alles noch super bullish. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben hier einen Move hingelegt von knapp 50%, würde ich fast sagen, 48% innerhalb von 10 Tagen oder so. Also bitte kein Grund, jetzt irgendwie alles schwarz zu malen. Wir müssen uns jetzt korrigieren. Der einzige Indikator ist jetzt, wie weit wir uns unten nach korrigieren. Das ist jetzt extrem wichtig. Wir dürfen natürlich jetzt nicht das Gleiche sehen, wie wir hier hatten. Also wenn wir jetzt auf die 6,8K gehen, wäre das schon eher sehr negativ für uns. Momentan ist alles im grünen Bereich. Auch wenn wir jetzt hier die Retracements anziehen, wir sind jetzt erstmal hier gebounced sozusagen. Wir haben hier mal Support bei der 0,236 FIP-Ratio. Das ist im Bereich 8.989 Dollar und jetzt schätzen wir eben ab, wo könnten wir uns denn retracen. Wenn wir wirklich sehr bullish eingestellt sind, dann könnten wir vielleicht hier einen Bereich ansteuern, im Bereich 0,382. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben hier einen riesen Support von der Welle 3, also hier
ist schon eine gute Möglichkeit, dass wir bouncen, auch wenn wir hier dieses Aufkommen mit einbeziehen, dann wäre der Bereich 8.500 schon für mich sehr bullish. Also ich sehe absolut kein Problem damit, wenn wir zu den 8.500 Dollar runtergehen. Und wenn das so passiert, ist auch überhaupt kein Grund zur Panik, sondern eher ein Grund zur Freude, weil wir dann davon sprechen können, dass wir vielleicht doch bald die 10.000 erreichen. Wichtig ist jetzt nur, dass wir nicht wieder so einen kompletten Crash sehen, also dass wir jetzt innerhalb von weniger Tage vielleicht wieder knapp unter die 8.000 gehen, dann wäre das schon wieder ein sehr negatives Zeichen für uns. Aber bis dahin sollten wir alle erstmal Ruhe bewahren. Es ist wirklich alles noch momentan voll im Rahmen. Auch wenn wir hier am 15-Minuten-Frame schauen, könnte man das hier vielleicht als Welle A interpretieren von einer Korrektur. Ich habe mir das Ganze jetzt erst wirklich ganz kurz angeschaut, weil ich, wie gesagt, den ganzen Tag unterwegs war. Kommt jetzt hier eine Welle B hoch und eine Welle C runter. Wenn wir uns hier auch die Subwaves zählen, könnte man hier vielleicht von 0, 1, 2, 3, 4, 5 Wellen nach unten sprechen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett verzählt habe, dann wäre das mal Welle A gewesen. Jetzt hier eine Welle B hoch, die wir dann wahrscheinlich in den Bereich hier oben rein targeten werden. Ich muss mir die Extensions erst ziehen, das sehen wir uns erst dann. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich noch eine Welle C sehen. Die Frage ist, wie weit die nach unten geht. Wir haben uns da schon mal arg spekuliert, wo wir bei den 8K waren circa. Da haben wir auch, ich glaube, das war, wo wir auf die 7,9K nochmal gedippt sind. Da haben wir auch eine große Welle C erwartet. Im Endeffekt waren es nur 200, 300 Dollar. Das Ganze kann jetzt auch passieren. Sprich, wieder nur eine Mini-Korrektur und dann ein stetiger Push nach oben, wie wir es schon mal hatten. Was wir jetzt noch hatten, ist jetzt halt, dass wir doch schon 700 Dollar nach unten gegangen sind. Also jetzt nicht irgendwie mehr so eine 200-300 Dollar Korrektur, sondern ja, es ist schon ein wenig mehr. Aber dennoch bitte kein Grund zur Sorge. Und ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal fürs Tagesupdate. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass wir das Ganze jetzt ein wenig kürzer gehalten haben. Wie gesagt, ich habe euch versprochen, dass ich jeden Tag ein Update raushaue. Dem bleibe ich auch treu. Ich habe mich jetzt wirklich extrem gestresst, damit ich dieses Video noch aufnehme. Ich hoffe, ihr gebt mir dafür ordentlich Resonanz, also schreibt mir auch in die Kommentare und so weiter, wie ihr die Videos findet, oder lasst mir vielleicht ein Like da. Das würde mich extrem freuen, und ich schreibe auch allen zurück eigentlich, die eine Frage haben, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crypto.